Bitte mache ich Kammscheiben in Weinbrand mariniert. Die Zutaten: einige Kammscheiben, Zwiebeln, Salz, Paprika edelsüß und Paprika geräuchert, Pfeffer, Weinbrand und zwei Knoblauchzehen. Und vorweg kommen die Schnibbelarbeiten. So, jetzt wird alles vermischt. Als erstes kommen die Zwiebeln dazu. Zwei Knoblauchzehen. Zwei Teelöffel Salz. Ca. 2 bis 3 Teelöffel Paprika Edelsüß, Paprika geräuchert, auch so ca. 2 Teelöffel, Thymian getrocknet, etwa 1 Teelöffel, Rosmarin, getrockneter 1 Teelöffel, schätze ich mal, Pfeffer, und ein kräftiger Schuss Weinbrand. Und das wird jetzt vermengt. Riechen tut es schon mal gut. Jetzt kommen die Steaks in einen Gefrierbeutel und ca. 24 Stunden in den Kühlschrank zum Marinieren. Die Steaks sind jetzt in den Rührbeutel, etwas durchkneten. So, und in ca. 24 Stunden kommen sie dann in die Pfanne. Einen Tag später kommen die Steaks jetzt in die Pfanne. Jetzt
werden die Zwiebeln aus der Marinade angebraten. Es riecht schon mal sehr lecker. Dazu kommen etwas Paprikawürfel. Und braune Champignons. Noch mal etwas Pfeffer. So, für was ich diese Mischung brauche, das wird man später sehen. Frischkäse, Paprika Edelsüß, etwas Cayennepfeffer. Barbecue-Soße. Und noch etwas Ketchup. Das wird jetzt verrührt. Zwiebeln, Paprika und die Champignons, die schon angebraten sind, in die Form aus dem schwedischen Möbelhaus. Das Gitter oben drauf. So, die Steaks werden in den Backofen auf Grillfunktion stellen, 250 Grad, 10 Minuten. Ja, und dann werde ich sie wenden.
Und jetzt noch mal 5 Minuten. Das müsste reichen. So, mein Steak mache ich mir heute in einem Wrap. Da war vorher circa eine Minute in der Mikrowelle. Schneide ich mir meinen Steak in Scheiben. Das Gemüse, Zwiebeln, Champignons und Paprika. Jetzt wird der Wrap gefaltet. So. So. Die Steaks schmecken ganz anders als die fertig eingelegten, die man zu kaufen bekommt. Aber ob man nach den Steaks noch Auto fahren darf, ich weiß es nicht. Aber mir hat es geschmeckt.